Hallo Brettokucker, heute machen wir einen Blätterteig, und zwar einen Blätterteig nach Wiener Art. Als erstes, ich habe schon da die Margarine Marierfurter geschnitten, die da mal kurz ein bisschen erwärmen jetzt, damit es ein bisschen weicher ist, weil die müssen wir mit so einem Mehl verbinden. Ich stelle es einmal ins Wasserbad, dass es ein bisschen weicher wird. Dabei fangen wir mit einem anderen Teig an, brauchen wir Mehl, Salz, Rum, das ist immer wichtig, und Wasser. Den müssen wir jetzt einmal gut verrühren, so lange, bis er wirklich schön glatt ist. So, und jetzt hat er das mit der Hand. Ich kann das auch direkt da jetzt am Brett machen, ich mag es aber lieber immer in so einer Schüssel. So, man sieht jetzt schon recht gut, der Teig, wie er sich schön gelöst hat. Das passt schon mal so, den können wir schon mal auf die Seite stellen. Schauen wir gleich auf die Margarine, die ist auch schon gegangen. Gehen wir jetzt ein bisschen Mehl rein. Das müssen wir jetzt kalt stellen, weil da müssen wir jetzt auch wieder einen Fettziegel draus machen. Also wenn es ein bisschen weniger zu gegangen ist, so wie da ist, macht es auch nichts. So dauert es halt ein bisschen länger, aber er muss so und so der Tag eine Viertelstunde, 20 Minuten stehen, bevor man weiterarbeiten kann. Somit macht es auch nichts. Es gibt verschiedene Variationen von Blätterteig. Wir machen heute den Wiener Blätterteig. Da wird praktisch der Fettziegel in den Teig hineingegeben, zusammengeschlagen. Bei der französischen ist es zum Beispiel, dass der Fettziegel draußen ist. So, wunderbar, stehen wir auf Zeiten. Machen wir circa 24 Minuten Pause, bis das Ganze ausgekühlt ist. Und dass wir einen Fettziegel machen haben können. Und dann gehen wir da weiterarbeiten. Gut, nachdem jetzt der Butter fest ist, müssen wir sie dann einen Ziegel draus machen. Als erstes dann mal gleich mal den Teig ausrollen. Ein bisschen bemehlen, dass er jetzt leicht sitzen bleibt. So. Dann schauen wir relativ gleichmäßig, dass wir den Teig schon haben. So. Und dann müssen wir sie praktisch vier Laschen machen. So, ich mache jetzt die Laschen schön rein dann. Das geht schon so. Kümmern wir uns gleich mal um den Margarinenwürfel. Das passt. Den legen wir jetzt in die Mitte. Und jetzt schlagen wir es ein. So. Wunderbar. So, und jetzt beginnen wir wieder mit Ausrollen. Der Blätterteig muss viermal gelegt werden, weil er sollte 144 Schichten zusammenkriegen. Das heißt, immer schauen, dass man schön gleichmäßig macht.
nicht irgendwo zu tief eindrückt. Wenn man zu tief eindrückt, haben wir dort noch die Margarine unterbrochen. Und dann geht es dort nicht so schön auf. Wunderbar. Und jetzt legen wir das erste Mal zusammen. Das heißt, das ist eine einfache Lage. Wird nur mal so zusammengelegt. So. Und damit man Bescheid weiß, dass das die erste Lage ist, mache ich da einen Daumendruck. Jetzt auf den Teller geben, einpacken, halbe Stunde draußen lassen und dann wird das nächste Mal ausgerollt. Das Ganze wird man jetzt viermal machen. Gut, nachdem jetzt der Blätterteig eine halbe Stunde gerostet hat, dann man wieder ausrollen und wieder zusammenlegen. Jetzt wird er allerdings ein bisschen anders wieder zusammengelegt. So. Aufpassen beim Herling, legen wir gleich so her. Wenn Luftblasen sind, nur ein bisschen aufmachen, damit die Luft entweichen kann. So. Gut, so jetzt können wir zum zweiten Mal zusammenlegen. Jetzt wieder genau in der Mitte zusammengelegt. So. Und nochmal so zusammengelegt. Das ist jetzt die zweite Tour gewesen. Machen wir sie einmal, zweimal. Und jetzt wieder eine halbe Stunde rasten lassen, bis wir die nächste Tour machen können. So, jetzt ist der Blätterteig wieder eine halbe Stunde gestanden. Jetzt machen wir die dritte Tour. Jetzt kriegt er wieder eine einfache Tour. Wieder am Tag wieder herlegen. Ein bisschen einmöhner. Die Touren macht man deswegen, damit man die Schichten zusammenkriegt. Im Endeffekt hat man dann zum Schluss 144 Schichten. So. Und jetzt kommt wieder die einfache Tour. Die einfache Tour ist wieder nur so zusammengeschlagen. So. Ah, eins, zwei, drei. Und wieder für eine halbe Stunde rasten lassen. Blätterteig hat wieder eine halbe Stunde gerost. Jetzt kommen wir schon zur letzten Tour. So. Wunderbar. So, jetzt kommen wir wieder zur letzten Lage. Das heißt, so zusammengeschlagen. Und so zusammengeschlagen. So, jetzt kann man schön zusammendrücken noch, weil jetzt ist der Blätterteig fertig. Jetzt kann man diesen Blätterteig weiterverarbeiten. Es gibt ja wahnsinnig viele Gerichte, angefangen über Süßspeisen her bis auch bekannte Sachen. Das sind allerdings dann in andere Videos drinnen. Heute habe ich nur gezeigt, wie der Blätterteig wie in der Art einmal funktioniert. Schwer ist es nicht, es ist ein bisschen zeitaufwendiger. Wegen der Rostzeiten, wo man warten muss. Jetzt müsste man wieder eine halbe Stunde warten, dann kann man weiter verarbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wie immer, jetzt habe ich im Anschluss das Rezept von dem Blätterteig. Wenn ihr einmal Zeit habt, macht einen Blätterteig. Er ist nicht schwer, er ist nur zeitaufwendig. Danke.